Berlins schönste Seiten. Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Literaturhaus Berlin hier im schönen Charlottenburg an der Fasanenstraße. Berlins schönste Seiten ist ein Podcast des Literaturhauses Berlin in Zusammenarbeit mit der Berliner Morgenpost. Ich begrüße ganz herzlich meine beiden Gesprächspartnerinnen, Sonja Longolius und Janika Gellinek. Wir haben uns heute drei Romane ausgesucht. Wir sprechen in diesem Podcast nicht nur über Romane, sondern auch über Texte, Gedichte, alle Arten von schriftlicher Äußerungen, die uns bewegen. Diesmal haben wir uns drei Romane ausgesucht. Wir sollten vielleicht mal einen kurzen Blick in die Werkstatt erlauben, mit eurem Einverständnis. Wir diskutieren jetzt nicht besonders großartig darüber, welche Titel wir nehmen, sondern es ist tatsächlich eine sehr persönliche Sache. Jeder entscheidet selbst, welches Buch er gerade irgendwie lesen möchte und relevant findet, und die würfeln sich dann zusammen. Warum erzähle ich das? Das schöne Erlebnis, wir sind jetzt in der vierten Folge des Podcasts, ist, dass ich aus diesen dann zusammenkommenden Büchern oder Texten dann immer ganz verrückte Querbezüge ergeben. Die haben alle irgendwie dann auf eine ganz unerwartete Weise miteinander zu tun. Und so ist es mir diesmal in ganz besonderer Weise gegangen. Gar nicht so sehr, weil wir drei Frauen als Autorinnen diesmal auf dem Tisch vor uns liegen haben, sondern weil die sich alle mit Großstädten beschäftigen. Wir gucken einmal nach Kiew, natürlich auch aus aktuellem Anlass, da werden wir gleich zuerst hingucken. Wir werden dann nach Rio de Janeiro gucken und viel über diese faszinierende Stadt lernen, und wir werden dann auch nach Istanbul schauen. Aber auch, weil sie diese Städte auf ganz unterschiedliche Weisen zu Protagonisten in ihren Romanen machen. Und auch darüber wollen wir reden in dieser Runde heute. Und wir beginnen mit einer sehr interessanten Autorin aus der Ukraine. In der zweiten Woche des Krieges, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine befinden wir uns gerade. Wir fangen an mit der Bachmann-Preisträgerin 2018, mit Tanja Maljartschuk und einem Buch, das schon etwas weiter zurückliegt. Liebe Sonja, willst du es uns kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Genau, ich habe mich heute für Tanja Maljartschuk entschieden. Und zwar ist der Titel von Hasen und anderen Europäern, Geschichten aus Kiew. Sozusagen, das sind Kurzgeschichten, es ist eben kein Roman, sondern es ist sind einzelne Geschichten, die man aber natürlich gesamt zusammen als Roman lesen kann. Also klein, also ich habe sie als Kurzgeschichten gelesen, deshalb fand ich es ganz spannend, dass du sie als Roman angekündigt hast. Aber vielleicht können wir darüber auch noch reden, vielleicht hast du das ja anders empfunden. Genau, erschien 2009 auf Ukrainisch. Ich erzähle das kurz aus dem Ukrainischen, übersetzt von Claudia Date, und in Deutschland erschienen bei Edition Fototapeta 2014. 2014 ist natürlich so ein wichtiges Datum, weil 2014 war die Annexion der Krim, und spätestens seitdem ist den Ukrainern und Ukrainerinnen doch sehr klar, vor was ihr Land oder von wem ihr Land bedroht wird. Und ich bin auf diese Geschichten gekommen, auch weil es eben diesen, also im Titel, diese europäischen Geschichten, also es geht um Europa, es geht um die Ukraine. Und ich finde, jetzt einmal zurückzuschauen und zu gucken, dass das Thema, was für uns jetzt vielleicht seit zwei, seit drei, vielleicht auch seit ein paar mehr Wochen virulent ist, bei den Ukrainern und Ukrainerinnen natürlich schon viele, viele Jahre präsent war, eben aufgrund dessen, dass der Krieg für sie eigentlich schon viel früher angefangen hat. Und wir das eben hier anders vielleicht definiert haben, es auch ein bisschen weggedrückt haben in unserem Alltag. Es gab natürlich 2014 darüber auch Diskussionen und auch Demonstrationen, auch hier natürlich, aber es ist doch dann relativ schnell abgeebbt und man hat sich mit so einem sehr prekären Zustand leider abgefunden. So, und deshalb habe ich gedacht, okay, es ist ganz gut, nochmal zurückzugehen und zu gucken, gerade auch in der Literatur, ja, was für Hinweise, das ist jetzt vielleicht zu viel, aber was sozusagen schon in der Literatur schon damals angekommen war und was heute sich eigentlich einfach nur noch bestätigt hat. Tanja Maljartschuk ist 2011 nach Wien emigriert. Sie kommt aus Ivano-Frankivsk, dort ist sie geboren und ist aber eben jetzt seit längerer Zeit schon in Wien. Und wir haben sie hier im Literaturhaus eigentlich mehrfach kennengelernt, weil 2019, deshalb habe ich den jetzt auch nochmal mitgebracht, den Roman, hat sie ihren Roman Blauwall der Erinnerung vorgestellt hier im Literaturhaus. Und 2020 war sie beim 6. deutsch-ukrainischen Schriftstellertreffen Brücke aus Papier, auch hier bei uns im Literaturhaus.
damals schon während der Pandemie. Das heißt, die Autoren und Autorinnen aus der Ukraine waren in Ivano-Frankivsk, die Deutschen beziehungsweise die, die in der Nähe in europäischen Ländern wohnten, also sie eben auch aus Wien, waren hier vor Ort und die waren zusammengeschaltet. So, deshalb habe ich mich sozusagen natürlich auch nochmal an sie erinnert. Jetzt zum Buch. Also, es sind kurze Geschichten von Hasen und von anderen Europäern oder eben von anderen Tieren, weil sie nutzt nämlich die Tiere als jeweils Kapitelüberschriften oder auch als Metaphern und Symbole für gewisse Zustände in diesem Land, das sich eben im Umbruch und im Aufbruch befand 2014 und auch durchschüttelt wurde wieder von der Geschichte. Also wir wissen alle über die Aufstände und die Revolution auf dem Maidan 2004 und dann natürlich 2014. Also in diesem Kontext schreibt sie ihre Geschichten. Es sind häufig oder fast alle Geschichten drehen sich um Frauen. Frauen, wie sie in Kiew leben, wie sie mit diesem alten und neuen System klarkommen, also irgendwo zwischen ehemaliger Sowjetrepublik und heutigen Kapitalismus, aber eben auch Demokratie und Freiheit in einem Land, das, also ich kenne die Ukraine auch ganz gut, ich war ein paar Mal da, soweit man das sagen kann, als Reisende, habe dort aber auch ein bisschen gearbeitet, also ein bisschen engeren Kontext kennengelernt, in einem Land, das eine wirklich wahnsinnige Aufbruchsstimmung hatte und hat und gleichzeitig aber natürlich noch von diesen ganzen alten Strukturen natürlich auch extrem geprägt ist. Und diese Geschichten führen einen wirklich in diese Stadt Kiew, wo ich noch nicht war, also auch spannend zu sehen, ich war eher in der Westukraine, wie sozusagen die Ostukraine auch beschrieben wird, und macht das eben anhand von Frauen und ihren Lebenssituationen. Also nur ein Beispiel, kommt eine Ärztin vor, zu ihr kommt eine Patientin, die nicht schwimmen kann, und sie versuchen sozusagen, es sind immer so angedeutete Traumata, die irgendwie zum Teil geklärt werden, zum Teil im Wagen bleiben, und die Ärztin selber hat eben Albträume vom Krieg. Also da ist sozusagen der Krieg gleich in der ersten Geschichte, ist in Form der Albträume dort. Die zweite Geschichte, der Ratz oder auch Rattus Norvegicus, sie gibt nämlich ihren Kapiteln immer die lateinische Bezeichnung der jeweiligen Tiere. Da geht es um Fluchtpläne, um Sorgen vor Invasionen. Also insofern, da kommen schon diese ganzen Themen immer vor. Und gleichzeitig gibt es immer den Wunsch und den Drang nach Europa. Also die Aufnahme in die EU, die vielleicht mal in 20 Jahren stattfinden wird, wird ständig thematisiert. Also immer diese Frage, wo hängen wir da eigentlich? Und ja, letzter Satz. Ich finde, diese Geschichten sich jetzt anzuschauen, ist wie ein Augenöffner oder auch ein Schlag in die Magengrube, weil wenn man sie jetzt liest, denkt man, ja, das steht doch alles da drin. Sogar in der Literatur, dass sie so schnell darauf reagiert hat. Punkt. ist es ketzerisch zu sagen, dass das auch ein sehr lustiges Buch ist? Ist ein wahnsinnig lustiges Buch. Ja. Also mir stimmt, ging es, kam nicht so raus. Entschuldigung. Nein, aber das ist ja gerade das Verblüffende angesichts dieser Grundierung, dieser todernsten Grundierung von Traumatisierung, Krieg und Tod. Das ist ein zum einen unheimlich komisches Buch ist. Also du hast die Geschichte mit der Ratte angesprochen, da unterhalten sich zwei Frauen. Und im Laufe der Erzählung wird eigentlich klar, dass sie sich über völlig verschiedene Dinge unterhalten, wenn es darum geht, dass sie beide mal oder aktuell oder in der Vergangenheit mal von einer Ratte oder unter einer Ratte gelitten haben. In dem einen Fall ist es nämlich ein Mann, der sich da irgendwie einquartiert hat für 4 Jahre im Haushalt der Älteren. Also wenn man das als Kommentar lesen will auf die ukrainische Gesellschaft und vielleicht auch gewisse patriarchalische, traditionelle Strukturen, die es da gibt, dann ist das natürlich bitterböse, ne? Es ist aber auch gleichzeitig unheimlich lustig, weil es diese Ebene des Missverständnisses und auch des Surrealen jederzeit gibt, ne? Diese traumhafte Ebene, das hat mir unheimlich gut gefallen. Ja, ich glaube, es spiegelt einfach so diese Ambivalenz von diesen verschiedenen Daseinsformen da. Also das ist genau das, was du beschreibst, der Ratz, die Kurzgeschichte, da geht es darum, dass eine ältere Frau, sie redet die ganze Zeit über den Mann, den sie mal vertrieben hat, und die jüngere Frau, da geht es wohl eher um eine Ratte oder mehrere Ratten. Genau, die reden total aneinander vorbei. Es ist urkomisch, aber ich glaube, es hat auch mit diesen Realitäten zu tun in der Ukraine, dieses Alt und Neu, Kapitalismus versus Sowjetunion. Also das sind sozusagen ganz viele Erfahrungshorizonte, die
zusammen stattfinden, weil historisch einfach so viel oder zeitgeschichtlich so viel passiert ist und passiert. Und das, also es schafft sie fantastisch, das rüberzubringen. Ich habe auch oft gelacht, das stimmt. Ich habe es jetzt eben sehr ernst vorgetragen. aber es ist eben beides. Das ist natürlich eine Kunst. Ja, ich meine, das Spannende ist ja, also ich habe aus meinem Buch schon vorweggenommen einen Satz, der, glaube ich, also der wird mich noch lange begleiten und euch vielleicht jetzt auch. Leben und Schreiben stehen einander gegenüber wie zwei wetteifernde Bauchredner. Der eine versucht ständig, die Stimme des anderen zu übertönen. Wessen Stimme ich gerade höre, weiß ich nicht so genau. Und ich dachte gerade bei deiner Beschreibung, du liest das jetzt natürlich ganz anders, als du es 2014 gelesen hast. Ich weiß nicht, wann es in der Ukraine erschienen ist. 2009 sogar. Sogar schon so früh. Okay, also schon noch früher. Und ob es dann eigentlich, ne, wir lesen es jetzt wie schon so eine Verarbeitung oder eine Prophetie oder es ist, also ich finde es so interessant, wie eigentlich so der eigene Lesezeitpunkt dann etwas in das Buch hineinliest, was vielleicht das, die Literatur an sich kann, also sowas Prophetisches, also das ist, wird auch Thema in meinem Buch sein. Oder was, also ob man dann überhaupt sagen kann, worum es da genau geht, weil jetzt sind die Ereignisse so aktuell, dass man das Gefühl hat, es ist unmittelbar miteinander verknüpft, aber wer weiß, was sie eigentlich beschreiben wollte. Das stimmt, da hast du total recht. Und ich habe natürlich jetzt auch an Gedankenfehler gehabt, weil ich habe jetzt an die deutsche Übersetzung 2014 gedacht. Und das ist natürlich richtig. Sie hat es 2009 geschrieben auf Ukrainisch. Und das ist ja dann nochmal entweder vorherseherischer, ja, also noch ein paar Jahre sogar vor der Annexion der Krim, oder eben, was macht Literatur oder was kann Literatur? Fühlt die in irgendwas rein? Kann die das dann darstellen? Und oder andersrum, ja, was machen wir Leser dann damit, wenn wir es nach so vielen Jahren lesen und das Gefühl haben, mein Gott, die hat das ja alles vorher schon gewusst. Das wird sie bestimmt nicht unbedingt bestätigen, dass sie alles gewusst hat, sondern das funktioniert auf einer anderen Ebene. Und wir, klar, wir lesen natürlich jetzt viel rein, aber deshalb wollte ich es auch unbedingt jetzt heute nochmal lesen, um das so auf den Plan zu bringen. Was auch, finde ich, ein hohes komisches Potenzial hat, ist die Art, wie da Bürokratie dargestellt wird. Immer wieder dankbar. Wie Kafka, nur sehr lustig. könnte man so sagen, obwohl auch Kafka sehr lustige Seiten hat, sicherlich. Es gibt diese eine sehr kurze Geschichte. Eine Frau kommt aufs Amt oder in die Hausverwaltung und ihr Fahrstuhl ist offensichtlich kaputt. Ja. Und sie trifft auf eine Frau, die damit überhaupt nichts zu tun haben will. Ne? Und die aber dann auch plötzlich anfängt zu weinen oder aus deren Auge eine Träne ihre Wange herunterläuft. Also eine Situation, in der nur Menschen sich befinden können, die diese Tradition der öffentlichen Verwaltung auf eine plötzlich durch die historische Situation einfach plötzlich neue Weise lernen müssen und die auch erstmal komplett absurd finden und auf eine Weise sehen können, wie wir sie gar nicht mehr sehen können. Und das fand ich auch unheimlich stark. Ja, das ist die Geschichte der Haushund. Das finde ich auch eine der besten oder prägnantesten Geschichten, weil da sind ja eigentlich zwei Menschen, stehen sich gegenüber. Ich weiß gar nicht, ob die andere auch eine Frau ist. Sind es zwei Frauen? Gut, aber auf jeden Fall die in der Behörde oder in der Hausverwaltung, das ist eine Frau, die stehen sich gegenüber und eigentlich könnten sie sich ja auch irgendwie unterstützen und helfen, aber man hat das Gefühl, der Apparat funktioniert so nicht und deshalb darf das auch gar nicht geschehen. Man hat vielleicht gewisse Sympathien füreinander, aber dann geht es eher doch darum, dass man sagt, ach, man kann ja doch nichts machen. Also sie geht ja dann am Ende raus mit dem Gefühl von, ich brauche ja auch eigentlich gar keinen Fahrstuhl. Dann gehe ich eben doch die vier Stockwerke hoch jeden Tag und schleppe mein Zeug da hoch. Und man versteht gar nicht, warum. Also man könnte, wir haben ja auch Erfahrung mit Bürokratie, das ist uns ja nicht fremd. Und wir ärgern uns ja maßlos über solche Dinge. Aber sie akzeptiert das dann. Und was ist denn dieses Akzeptieren eigentlich da drin? In Umständen, die wir nicht verändern können? Oder gibt es zu wenig Solidarität? Also ich finde, das wirft enorm viele spannende Fragen auf, die für alle Gesellschaften gelten, aber jetzt natürlich besonders auch für unsere, die auf Solidarität gerade besonders angewiesen ist. Habt ihr eigentlich jetzt mit Tanja Maljatschuk Kontakt gehabt seit Ausbruch des Krieges? Indirekt. Mhm. Indirekt haben wir Kontakt mit ihr gehabt. Sie wird jetzt auch sein auf der Pop-Up-Messe in Leipzig und wird da auf einem Panel sitzen. Und indirekt sage ich deshalb über diese Brücke aus Papier von Verena Nolte, die das organisiert. Und da gibt es Kontakt. Mhm. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir gehen quasi einmal quer über den Atlantik in eine ganz andere, von ganz anderen Problemen geschüttelte Stadt. Ein Roman der Autorin Asli Erdogan. Warum hast du dir den ausgesucht, liebe Janika?
Ja, der ist ganz zufällig ganz oben auf meinen Stapel geraten, weil Asli Erdogan war vor gut einer Woche hier, um für den International Women Writers Pen ihre Keynote-Speech hier aufzunehmen. Also es ist eigentlich ein Corona-Geschenk, weil wir mittlerweile das technisch so gut können und alle zu uns kommen und uns manchmal darum bitten, also irgendwas aufzunehmen, wo man selbst vielleicht nicht so eine stabile Internetverbindung hat. Das war bei ihr der Fall. Und sie wollte hier eigentlich nur was aufnehmen. Heißt, ich hatte damit gar nichts zu tun, sondern das macht unsere Technik. Und kam auch später und sah sie hier nur und sah, dass sie so ein bisschen verunsichert war und wollte ihr nur die Angst, weiß ja, wie blöd das ist, alleine vor Kameras im Saal zu sitzen. Und wollte ihr nur die Angst nehmen und habe sie dann noch mit unserem Schminkschränkchen vertraut gemacht, um sich noch irgendwie ein bisschen Puder aufzulegen. Und dann entstand auf einmal so ein ganz netter Kontakt. Ich saß dann hier, damit sie die Keynote jemandem gegenüber sprechen konnte. Und danach haben wir uns dann plötzlich eine Stunde unterhalten über türkische Literatur. Sie hat mir dann einen Zettel gemacht, also so im Idealfall, wie das läuft, mit Autoren, die ich unbedingt lesen muss. Und ich hatte eigentlich natürlich einen ganz anderen Plan und ganz andere Termine. Und dann dachte ich, nee, worauf kommt es hier eigentlich an? Ich möchte hier sitzen und mich über Literatur unterhalten. Und ich möchte die Bücher lesen, die aus solchen Gesprächen hervorgehen. Und sie hat mir dann ihr Buch Die Stadt mit der roten Pelerine geschenkt. Das ist auch schon 1998 auf Türkisch erschienen und dann 2008 beim Unionsverlag. Und diesmal vergesse ich auch die Übersetzerin nicht. Angelika Gilitz Akar und Angelika Hoch haben es übersetzt. Und ich dachte, das will ich jetzt einfach lesen im Anschluss an dieses schöne Gespräch. Und hatte jetzt im Anschluss an ein schönes Gespräch auch noch eine wunderbare Leseerfahrung. Und deswegen, Felix, spiele ich jetzt kurz den Ball zu dir zurück, weil es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du gesagt hast, als du am Wochenende reingeguckt hast, dass du nicht aufhören konntest zu lesen. Ja, dieser Roman hat mich umgehauen, fasziniert in seiner Sprachgewalt, in seiner Musikalität und in der Form. Ich habe dann auch nachgelesen, sie hat diesen Roman ja anders als ihre Protagonistin ohne Notizen, sie hat 2 Jahre, das kannst du vielleicht gleich alles noch genauer schildern, in Rio gelebt, hat aber da im Gegensatz zu ihrer Protagonistin keinerlei Notizen gemacht, sondern ist dann zurückgekehrt in ihre Heimat und hat dort dann dieses ungeheuer plastische, wuselnde, wuchernde, lebenssatte, sexualisierte Rio de Janeiro geschildert, von dem man sich überhaupt nicht abwenden kann. Was mich an dem Roman besonders fasziniert hat, ist, dass die Handlung ja sehr überschaubar ist. Ne? Im Grunde genommen geht da eine Frau irgendwie, verlässt ihr Haus, verbringt den Tag draußen und geht wieder zurück, wenn man es mal ganz kurz zusammenfassen will. So. Und trotzdem liest man das mit einer atemlosen Spannung. Dir ging's toll. Wahrscheinlich auch so. Weißt du, das war so mein geheimer Plan, dass ich dich jetzt so die Inhaltsangabe machen lasse, von der ich irgendwie nicht genau weiß, nein, wie die zu machen ist. Und ja. Also ich finde, das ist wunderschön zusammengefasst. Also genau das ist es. Es hat eine sehr überschaubare Handlung und eigentlich eben nur die Frau ist 28, heißt Özgur und ich glaube das ja im Leben nicht, dass Asli Erdogan sich keine Notizen gemacht hat. Das gehört, glaube ich, schon zu dieser großen Fiktion, weil ganz kurz, es geht eben um eine junge Frau, die in ihr grünes Heft ein Buch schreibt, also die Stadt mit der roten Pelerine. Und es heißt, man hat so eine Matroschka, ne? Man hat eigentlich die Geschichte, dann hat man die Geschichte in der Geschichte und dann hat man natürlich noch die Autorin Asli Erdogan, die irgendwo sitzt und diese Geschichte aufschreibt. Und allein das macht einen ja schon so nachdenklich oder gibt einem zu denken, wie eben Realität und Schreiben miteinander verknüpft sind. Und ich glaube, ich habe wirklich selten etwas so, ja, wie du schon sagst, leidenschaftliches, wuselndes, wirrendes, schmerzliches gelesen über die Aneignung von Wirklichkeit im Text. Weil ich finde das manchmal so Roman im Roman, denkst du, ja, mein Gott, schreibt eben ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin über ihre Erfahrung des Schreibens, naja, komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Und da, also es vermittelt sich fast körperlich, wie sie schreibt an einer Stelle, sie kann nur vor der leeren weißen Seite atmen. Und sie malt auch irgendwann ihren Namen auf und malt da irgendwie so drumrum oder sitzt in irgendwelchen abgeranzten Cafés und schreibt ihre Eindrücke aus Rio auf. Und das vermischt sich ganz oft, also so die eine Geschichte mit der in dem grünen Heft ähneln sich ganz doll. Also es gibt keinen unterschiedlichen Roman.
Und dadurch wird dieses Ringen noch deutlicher. Also wie wird man mit dieser krassen Stadt fertig? Also es ist eben auch ein Roman über Rio, ein Roman, ne, über Drogen, Gewalt, Sex, fürchterliche, schreckliche, herzzerreißende Armut. Und dabei eben auch so ein Coming of Age, würde ich fast sagen, obwohl, also als eine türkische Frau in Rio, die sich selber sucht und auch sich selbst beim Zerstörtwerden beobachtet. Und es ist eigentlich, und ich glaube, das macht so das Atemlose des Romans bis zum Schluss nicht ganz klar, ob das gelingt. Also gibt es ein Happy End im Sinne eines vollendeten Romans? Das gibt es irgendwie? Oder wird sie von der Stadt und der Einsamkeit und dem nicht wissen, was mit sich anfangen sollen, eigentlich zerstört? Und auch das stimmt irgendwie. Und das in dieser, in der Gesamtheit, also so, ne, ein Städteroman, Coming of Age, das Leben und das Schreiben wirklich mal gegeneinander crashen zu lassen, das ist alles in diesem Buch. Und deswegen war ich sehr glücklich über die Begegnung und die Lektüre. Ja, und das ist ja das, was du meintest mit der Verbindung zwischen dem Städtischen, was hier beschrieben wird, oder dem Großstädtischen, muss man ja sagen. Und Asli Erdogan kommt eigentlich aus Istanbul selbst und ist ja jetzt in Berlin. Habt ihr über diese Städte gesprochen in eurem Gespräch? Also jetzt in Verbindung mit dem Buch vielleicht? Naja, sie hat also Lust, wir haben so ein bisschen über Berlin, aber sie ist mitten in Corona in Berlin angekommen, ja. Und meinte, sie hätte eigentlich noch gar keine Gelegenheit gehabt, die Stadt so richtig kennenzulernen, und er würde sich, das hat sie mir dann auch so nett hier reingeschrieben, Berlin würde sich zu ihr verhalten wie so ein mieser Ehemann, von dem, ne, der irgendwie einen nicht beachtet oder irgendwie vielleicht auch gewalttätig ist, das wisse sie noch nicht so genau. Und dann hat sie hier nur dazu geschrieben, Berlin, the husband, 4.3.2022, weil ich dann gesagt habe, ich hoffe, es wird noch ein netter Ehemann und es, ne, sie hat, wird noch, die Beziehung wird sich noch entwickeln und wird noch zu was Schönem werden. Aber sie, das ist in dem Buch so schön beschrieben, ne, wie man eigentlich, also wie unglaublich einsam und heimatlos man in Städten, aber auch, ne, umgeben von Freunden, Familien, dem Karneval, ne, den Karneval beschreibt sie als den einsamsten Moment. Und ich habe mich dann so gewundert, oder was heißt gewundert, war einmal mehr fasziniert davon, wie selbst die Sinnlosigkeit und die Einsamkeit und das Verlorensein, was ja auch jeder kennt, es liegt auf so einer Kunstleder-Couch rum und raucht eine Zigarette nach der anderen. Das ist ein großer Teil des Buches. Und wie das allein Form und Literatur werden kann, wenn man sich, ne, dieser Anstrengung unternimmt, das zu beschreiben, das Sitzen vor der weißen Seite, das auf der Kunstleder-Couch liegen und Zigaretten rauchen. Das schafft sie eben. Das, was, wenn man es nicht schreibt, kein grünes Heft hat, eben einfach nur verlorene Tage und verlorene Nächte sind. Hm. So. Sie hat, also was mich auch gefreut hat, ist, also ich freue mich ja meistens, wenn so vorformatierte Erwartungen enttäuscht oder brüskiert werden, die man so hat, ne? Also ich habe das relativ schnell verstanden. Man ist ja nach 20 Seiten dann drin und denkt, ja, okay, jetzt wird sich hier in Kursiv die eine Geschichte entfalten und die andere auf diese Weise. Passiert nicht, wie du ja schon richtig geschildert hast. Genauso wenig eigentlich wie man ja dann erwarten würde, dass die türkische Herkunft ihrer Protagonistin und ihre Familiengeschichte in irgendeiner Weise größeren Raum einnehmen würde, wie man das ja auch schon in vielen Romanen gelesen hat. Und auch das passiert nicht so wirklich. Die Mutter ruft einmal an, aber das hätte sie im Grunde genommen auch rauslassen können. Über die Mutter erfährt man nicht so wirklich viel. Was man mitbekommt, ist, dass sie einen sehr europäischen Blick auf diese Metropole hat, finde ich. Einen sehr alteuropäischen Blick. Ich fand das gerade so im Vergleich zu meinem Istanbul-Roman so spannend, dass sie Istanbul an einer Stelle ja so fast als eine etwas altbackene, langweilige Stadt im Vergleich zu, also mit Patina und ein bisschen Melancholie, aber sie hat nichts zu tun mit dieser wuchernden, kranken, armen Metropole Rio. Also ich weiß nicht, ob ich dir da ganz zustimmen würde. Also das eine, das hatten wir ja auch schon, glaube ich, in der ersten Folge mal besprochen, eine Türkin beschreibt Rio. Damit bin ich schon mal raus. Mhm. So, also das muss man einfach, ne, man kann sich nicht mal so eben ganz einfach identifizieren, eher dann, ne, über sozusagen den wandernden, einsamen, flanierenden Blick. Und sie schreibt an einer Stelle, das habe ich mir sogar rausgeschrieben, weil ich das so toll fand,
Was mich von Abenteuer zu Abenteuer getrieben hat, ist weder Leidenschaft noch Mut, sondern vielleicht der Wunsch zu fliehen, aber nicht vor meiner Vergangenheit, sondern gemeinsam mit ihr. Mhm. Und sie sucht in jeder Stadt, wo sie ist, es wird auch beschrieben, einen Istanbul-Punkt. Es gibt also irgendwo in Rio einen Istanbul-Punkt, wo kurz ne, so Meer und Häuser und alles so ist wie in Istanbul. Das heißt, das sucht sie schon irgendwo. Sie sucht auch einen Ort, um mit diesen Erinnerungen umzugehen. Das Gespräch mit der Mutter, du hast recht, das ist nur eins, aber das ist auch von einer unglaublichen Melancholie durchzogen, also so die Mutter, die sagt, ja, kommst du jetzt mal irgendwann nach Hause? Und sie so, nee, kann ich nicht, muss hier irgendwie noch mit der Stadt fertig werden. So. Und dieses auch nicht richtig sagen können, was ist, das Heimweh und das Dableiben wollen. Also ich finde das Gespräch, ne, also wenn ich ihre Lektorin gewesen wäre, hätte ich gesagt, es muss unbedingt drin bleiben. Ne? Also das, weil es nochmal diese Diskrepanz markiert zwischen dem Hiersein und dem Dortsein. Und da ist es dann vielleicht irrelevant, ne? Ob es jetzt Berlin oder Istanbul oder was auch immer ist, weil das Gefühl ist ja auch universal. Aber ich fand eben durch diese Differenz, die markiert wird, sie ist eben keine weiße Europäerin. Und zugleich ist sie das in Rio eben doch. Sie wird eben immer als Gringa angesprochen und immer als, ne, du bist aber hellhäutig und immer wird auch, ne, also rassistisch in allen Arten und Formen angegangen. Aber ich fand das als Leserinnenperspektive dann total interessant, dass es eben keine Deutsche war oder, sondern eben nochmal so ein anderes Feld aufmacht dadurch. Vielleicht noch ein Wort zum Titel, Die Stadt mit der roten Pelerine, warum heißt das Buch so? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, also es kann sein, dass ich es überlesen habe. Ich weiß auch nicht, ob es vorkommt. Ich glaube, es ist ihr an irgendeiner Stelle eingefallen, also wie sie sich ja, also Rio wird immer wieder neu beschrieben in immer neuen Metaphern, also die Metaphern in dem Buch, da könnte ich jetzt noch weitere Minuten reden, weil ja das dann ja eigentlich die Kunstfertigkeit ist, ne? Also wie sie dem sprachlich beikommt. Man könnte ja immer wieder sagen, oh, ist das krass hier und was mir jetzt schon wieder krasses zugestoßen ist, aber sie nähert sich von immer neuen Seiten und ich glaube, es ist einfach eine, ich weiß es nicht, ob es im Zusammenhang mit dem Karneval war oder ob es ihr so gekommen ist als ein Bild für die Stadt, wie ganz viele Bilder an der Stadt ausprobiert werden. In der Vorbereitung habe ich auch gelesen, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, dass Asli Erdogan verhaftet worden ist in Istanbul 2015, glaube ich, als der Militärputsch war. Einfach nur, weil sie für die kurdische Minderheit in der Türkei regelmäßig Partei ergreift, das heute auch noch tut, allerdings nicht mehr in der Türkei, das ja zu vorhersehbaren Folgen führt. Und das war auch eine dieser Überschneidungen zwischen diesen drei Romanen, die mir irgendwie mal ganz kurz die Schuhe ausgezogen hat, weil ich dachte, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, so ein Zufall. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, sehr elegante Überleitung zu deinem Buch. Nein, aber es stimmt auch und es, auch als Sonja das gerade gesagt hat, es ist immer wieder bei Asli Erdogan die Rede davon, ob sie eigentlich, wenn sie das schreibt, ob das dann passiert. Also eben diese Prophetie und auch sie kann sich dann, das ist mir persönlich auch schon passiert, wenn ich was aufgeschrieben habe, dann weiß ich plötzlich nicht mehr, woran erinnere ich mich dann eigentlich, ne, an das, was ich aufgeschrieben habe oder das, was passiert ist. Mhm. Und ne, das wird immer wieder zum Thema gemacht und war jetzt so eins dieser faszinierenden Verbindungen. Und ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich jetzt sie als Schriftstellerin kennengelernt habe, weil ich kannte sie bisher auch nur aus den Schlagzeilen und als Aktivistin. So, und jetzt komm, mach diese gleich, schöne Einleitung weiter. Nein, komm gleich dazu. wart ihr schon mal in Rio? Nein, leider nicht. Noch nicht. Man hat auch so ein bisschen Manschetten, ob man da jetzt unbedingt hin will nach diesem Roman, aber vielleicht ergibt sich trotzdem eine Frage. Nein, beziehungsweise Stichwort Prophetie. Ich habe dann zufällig auch am Wochenende einen Spiegelartikel gelesen, dass in Brasilien nach wie vor alle 8 Minuten eine Frau vergewaltigt wird und ich glaube Platz 5 auf der Top-Liste der Femizide weltweit. Und das, also da sind wir dann wieder bei diesem, was können Bücher eigentlich beschreiben, vorhersagen. Es ist ziemlich schlimm, ne? Das ist vor, ja, wie viele Jahre ist das her? Na, wer kann so schnell rechnen? 1998 erschienen, 98. Also ne, vor 24 Jahren erschienen. Und da wird diese ganze Gewalt, die jetzt Spiegelthema ist, bereits beschrieben. Ja. Die ist offensichtlich nicht deutlich besser geworden. Offensichtlich
nicht mehr. Gut, okay. Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Buch für heute. Lucy Fricke, Die Diplomatin, erschienen bei Ullstein in diesen Tagen. Lucy Fricke kennt man als Bestseller-Autorin inzwischen. Ja. Sie hat mit Töchter einen Roman geschrieben, der, glaube ich, vor 2 Jahren erschienen ist, der sich über 100.000 Mal verkauft hat, was eine sehr stattliche Zahl ist, der auch sehr prominent besetzt verfilmt worden ist mit Alexandra Maria Lara, Birgit Minichmeier und Josef Bierbichler. Und schon allein deshalb war ich sehr gespannt auf ihren neuen Roman, der im Grunde genommen auf eine ganz andere Art doch von ähnlichen Themen handelt, über die wir heute schon gesprochen haben. Worum geht es? Es geht um eine mittelalte Diplomatin, die wir zu Beginn in Uruguay antreffen, in Montevideo, wo sie im Grunde genommen auf der anderen Seite des Mondes lebt, von den internationalen Krisen nichts mitbekommt und so im Grunde genommen jedes Jahr den Jahrestag der Wiedervereinigung vorbereitet, weil ihr Assistent oder ihr Mitarbeiter gerade nicht ins Büro kommen kann, muss sie sich auch um die Bratwurstauswahl kümmern und so weiter. Dann geht da eine Sache furchtbar schief. Eine Touristin verschwindet im Land, eine deutsche Touristin, eine Reisejournalistin, die dann ausgerechnet auch noch Tochter einer mächtigen Verlegerin ist. Und diese Diplomatin, Friederike Andermann heißt sie, muss sich irgendwie den Vorwurf anhören, sie hätte nicht dringlich genug auf diese verwandtschaftlichen Verbindungen hingewiesen. Dann macht der Roman einen Cut und kommt zu seinem Hauptteil, der den größten Teil des Buches einnimmt. Er spielt in Istanbul. Friederike Andermann kommt 2 Jahre später als Gesandte dorthin, nicht mehr als Botschafterin. Der Botschafter sitzt ja in Ankara in der Türkei. Und sie wird dort konfrontiert im Grunde genommen mit Asli Erdogan in gewisser Weise, nämlich mit diesem in der Türkei skandalöserweise immer noch fast alltäglichen Phänomen, dass dort Journalisten, Schriftsteller, Künstler unerwartet ihre Wohnungen durchsucht bekommen, verhaftet werden, auf unabsehbare Zeit eingesperrt werden. Michale Tolu ist so ein Fall, wir haben Asli Erdogan besprochen, Deniz Yücel ist in Journalistenkreisen ein sehr prominenter Fall gewesen aus den letzten Monaten. Und all diese Geschichten, von denen es ja viel mehr gibt, als wir hier in Deutschland überhaupt mitbekommen. Wir sprechen über bestimmte Leute. Journalisten sprechen über Deniz Yücel nicht nur, weil er ein fantastischer Journalist ist, sondern natürlich auch, weil er ein Journalist ist. Und weil sich so irgendwie die Angst breit macht in Journalistenkreisen. Deswegen ist das so ein großes Thema gewesen. Aber es gibt viel mehr aus vielen, vielen anderen Ländern, die in diesem schrecklichen Regime Erdogans ihre Meinungsfreiheit nicht ausüben dürfen. Und die Protagonistin bekommt das an 2 Beispielen vorgeführt. Zum einen ein Mann mit deutschem Pass, Barış heißt der seine Mutter besuchen will, die wiederum in Istanbul im Gefängnis sitzt und plötzlich die Ausreise verweigert bekommt. Das ist ja auch ein Mittel dieses Regimes. Also das ist ja fein abgestuft. Man kann ja auch erstmal sagen, so, du bist im Land, du kommst nicht mehr raus. Ne? Man muss die Menschen nicht mehr ins Gefängnis sperren. Der kommt also nicht mehr raus, muss sich also was überlegen, wenn er nach Deutschland zurückkehren will. Und gleichzeitig ist er aber aus ganz dubiosen Gründen, wird er an der Ausreise gehindert, nämlich weil offensichtlich deutsche Behörden, türkische Behörden haben wissen lassen, dass er mal in Berlin-Tegel an einer pro-kurdischen Demonstration teilgenommen hat. Dieser etwas dubiosen Querverbindung recherchiert ein deutscher Journalist hinterher, David heißt er, der dann auch seinerseits mit den türkischen Behörden zu tun bekommt. Das ist alles wahnsinnig spannend. Es ist in einem ganz anderen Tonfall geschrieben als das Buch von Asli Erdogan, das ja irgendwie von einer fast barocken Fülle ist. Das hier ist fast nüchtern, trotzdem durch eingestreute, kluge Beobachtungen immer wieder an den Ort glaubhaft gebunden. Ich habe was getan, was ich sonst eigentlich selten tue, wenn ich Bücher bespreche. Ich habe Lucy Fricke angerufen, weil ich sie auch so ein bisschen von früher kenne, und sie gefragt, was sie denn gemacht hat, und sie, um das alles zu recherchieren. Denn es ist ja ungewöhnlich, dass eine aus Hamburg stammende Schriftstellerin sich das traut und zumutet, über diese Metropole Istanbul zu schreiben und über das, was da vor sich geht. Sie war tatsächlich mehrere Monate am Bosporus per Stipendium, und ich glaube, sie hat auch eine kluge Entscheidung getroffen, dort nicht gleich in
das türkische Alltagsleben hineinzuleuchten, sondern sich mit dem, mit der Diplomatenblase ein Milieu auszusuchen, das vergleichbar ist mit Besuchern. Mhm. Denn das wird auch sehr klar in diesem Roman, dass diese Diplomatenblase doch eine sehr abgeschottete, abgegrenzte ist, die mit der sozialen Wirklichkeit außerhalb in Istanbul nur dann in Kontakt kommt, wenn deutsche Landsleute betroffen sind. Und das ist alles sehr in einer sehr, mit einem sehr desillusionierten Humor geschrieben, der auch sehr gut zu der Hauptfigur passt. Denn das ist auch Teil dieses Romans, dass diese Friederike Annemann irgendwann feststellen muss, dass sie aufgrund ihrer Hilflosigkeit und ihrer, ihrem Wunsch, diesen Menschen zu helfen, vermutlich im falschen Beruf ist. Sie findet dann eine Lösung, das ist sehr spannend geschildert. Ich möchte das jetzt nicht ausführen, aber sie muss die gesetzlichen Grenzen ihres Berufes dann irgendwann überschreiten, um das überhaupt tun zu können. Mhm. Wieso findest du, sie hat nicht den richtigen Beruf? Weil, also ich habe tatsächlich das in einem Zug fast durchgelesen, ja, weil ich diesen Ton so unglaublich bestechend fand. Also als es so mit dieser Bratwürstchen-Sache losging, dachte ich so, weil das stelle ich mir irgendwie Botschaftsleben vor, unter der schwarz-rot-goldenen Flagge irgendwie Bratwürstchen für den Caterer auszusuchen. Und habe lange überlegt, und es ist dann auch eine Frage an dich, was mich da so dran gehalten hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich dieser Ton, den sie mit dieser nüchternen, kühlen, höflichen, freundlichen, ja durchaus auch anteilnehmenden Diplomatin, diplomatisch, alles, was mir so abgeht, nein, also wirklich verknüpft. Also sie findet den perfekten Ton für diese Hauptfigur. Und also da wäre jetzt so meine Vermutung, nach einer noch ganz warmen Lektüre, dass das das ist, was das Buch so gut macht. Mhm. Also ich glaube, dass diese Figur vollkommen richtig in ihrem Beruf ausgehoben ist. Ich glaube nur, sie selbst sieht irgendwann die Grenzen dieses ihrer Möglichkeiten. Sie muss ja ihrem Vorgesetzten, dem Botschafter in Ankara, den lässt sie ja irgendwie ihr Handy wild klingeln, als sie dann anfängt, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollte, um es mal geheimnisvoll zu belassen. Du spoilerst einfach nicht. Ja, okay, dann spoilern wir eben nicht. Man merkt, dass diese Autorin sich darüber große Gedanken gemacht hat, wie finde ich, schönes Wort, die richtige Tonlage für diese Figur. Und, aber wenn du mit ihr gesprochen hast, was will sie eigentlich erzählen? Also sie hat ganz simpel gesagt, ich wollte schon lange mal einen Diplomatenroman schreiben. Also ich glaube, sie möchte sich, schriftstellerisch möchte sie verschiedene Genres ausprobieren. Das ist ja ein Buch, das sich massiv unterscheidet von den Töchtern. Das war ja so eine Art melancholischer Roadmovie, sehr warmherzig, sehr feinfühlig. Während wir hier jetzt in eine Welt kommen, wo die Menschen schon irgendwie desillusioniert an der Grenze zum Zynismus sind. Ne? Also die machen, es gibt so eine schöne, lustige Passage ganz am Anfang, da geht es um die Lebensgefährten, die mit den Diplomaten ausreisen in die Türkei. Mit ausreisende Partner. MAP werden die abgekürzt im Diplomatenjargon. Sie übersetzt das, also die Protagonistin übersetzt das aber mit Man at the Pool. Also es geht, die haben einfach nichts zu tun. Sie schildert, wie mit ausreisende Männer verwelken im Schatten von erfolgreichen Frauen. Von erfolgreichen Frauen, wie passieren. Das männliche Schicksale. Also sie sagt, wir waren die mit den freundlichen Lügen. Ja, wir, wenn es regnet, gehen wir nach draußen und loben das und erzählen uns, wie gut das für die Landwirtschaft ist. Also es ist eine sehr uneigentliche Auffassung des eigenen Berufsstandes, eine, in die immer auch so eine gewisse, ein Bewusstsein der Grenzen auch mit eingepreist ist. Es ist ja auch ein total spannendes Milieu einfach mal. Es ist natürlich eine berufliche Welt und gleichzeitig gehst du ja mit deinem ganzen Leben und deinem ganzen Sein dorthin, weil du bist ja in dem anderen Land. Also das heißt, es gibt ja auch dieses, Diplomaten sind ja auf Zeit immer nur berufen. Das hat ja auch einen gewissen Grund, dass sie eben dann doch nicht zu tief eintauchen sollen in die jeweilige Gesellschaft und zu enge Verbindungen und Verknüpfungen. Also es ist eigentlich immer ein Leben auf Distanz. Und das scheint sie ja irgendwie gereizt zu haben als Genre. Muss ich tatsächlich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber mal die Protagonisten, also wenn man sozusagen das diplomatische Korps als Ganzes nimmt, in Schutz nehmen. Weil ich glaube, es wäre ein wahnsinnig langweiliger Roman geworden, wenn sie die nicht mit solcher Sympathie beschreiben würde. Und ja, aber ich glaube, Sympathie fehlt denen ja auch nicht. Die gehen natürlich jetzt nicht unsympathisch in ein Land, aber mit einer Distanz eben. Ja, und ich glaube genau, also eben mit einer
Also die haben ein ganz klar definiertes Ziel. Das ist, dass deutsche Staatsbürger irgendwie nicht, wenn die in Schwierigkeiten sind, müssen die irgendwie rausgehauen werden. Egal wie eigentlich. So. Und dem gehen sie nach. Und das ist sozusagen, also wenn es jetzt immer so ein Kampf zwischen, ich würde ja so gerne helfen und ich darf aber nicht, weil ich bin eine deutsche Diplomatin, das hätte ich total langweilig gefunden. Ja, stimmt. So, aber sie hat, und das muss man ja auch in seinem Job erstmal hinkriegen, was gehört zu meinem Job, was gehört nicht zu meinem Job und wie verbinde ich das aber auch mit meiner Persönlichkeit, also dass man eben nicht die ganze Zeit gegen seinen menschlichen Impuls oder was auch immer handelt. Und das in diesem, wie du gesagt hast, nüchtern, aber sozusagen so einem kühlen, bisschen ironischen, hervorragende Dialoge, das sozusagen zu verbinden, das gelingt ihr. Ne? Und trotzdem ist mir nicht klar, also abgesehen davon, du hast recht, man bewegt sich gern in dem Milieu, ne, wie man auch irgendwie gern Serien mit Reichen und Schönen anguckt, einfach mal so um die, ne, diese ganzen Handtaschen, keine Ahnung. Ja, aber es ist eben ein ambivalenteres Milieu als einfach nur Reiche und Schöne. Genau. Also es ist natürlich dieses etwas abgehobene, eine Welt, die uns vielleicht auch fremd ist, aber sie hat natürlich eine Funktion und ja auch wichtige Aufgaben. Es geht ja auch nicht nur, also Repräsentanz im anderen Land und so weiter, kultureller Dialog. Das findet ja alles statt auf politischer, kultureller Ebene. Also da sind einfach, also es ist einfach ein spannendes Milieu. Mhm. Wo du gerade Dialoge sagst, ich habe mich gefragt, du hast ja erzählt, dass Töchter verfilmt worden ist. Wie empfindest du das? Ist das auch schon so geschrieben, sodass es gut verfilmt werden könnte? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel ich verraten darf aus meinem Gespräch mit Lucy Fricke, aber es könnte sein, dass das wahrscheinlich verfilmt ist. Und ich habe das auch sofort als Film vor mir gesehen. Okay. Das war die Frage dahinter eigentlich beim Lesen. Also ich habe nur ihre letzten beiden Romane geschrieben. Sie hat vorher, glaube ich, ein Erzählungsband geschrieben. Ich habe Freunde mitgebracht, hieß der, glaube ich. Ist noch auf meiner Lektüreliste, aber bei den beiden Büchern, das verbindet die schon miteinander, dass man das, ohne dass das gegen sie spricht, sondern sofort auch als szenisch wunderbar arrangierten Film mit. Wie aber du sagst, trotzdem, ich beharre noch einmal. Warum hat sie das geschrieben? Also das ist mir nämlich, ich dachte am Anfang sozusagen noch von ein bisschen so von meinem Anfangsvorurteil geleitet, dachte ich, okay, jetzt genau im Vergleich zu Asli Erdogan, das ist jetzt einfach mal so richtig schön plotbasiert, ne, geht man da so direkt in den Bestseller-Film rein. Ja. Was ist die Idee dahinter? Also ich kann da nur sagen, was sie mir gesagt hat. Sie wollte dieses plotgetriebene, Kriminal-Thriller-artige Genre ausprobieren. Das hatte sie bis dahin nicht getan. So viel hat sie mir dazu verraten. Und sie will, glaube ich, auch, deswegen ist sie auch, obwohl das ja nur 30, 40 Seiten sind, sie hat auch 3 Wochen in Uruguay verbracht, um sich das da genau anzuschauen. Also ich glaube, ihr Projekt besteht schon darin, sich selbst auch geistige Horizonte zu öffnen beim Schreiben. Und selbst was über die Welt herauszufinden. Sie hat irgendwie mit ungezählt vielen Botschafterinnen und Botschaftern Telefoninterviews geführt, was man diesem Buch nur dadurch anmerkt, dass es alles irgendwie authentisch wird. Das ist total plausibel. Und man wird irgendwie nicht das wirklich konstruiert. Man denkt nicht, das ist ja schlecht ausgedacht, sondern das denkt man an keiner Stelle, sondern es funktioniert alles. Und das finde ich, macht dieses Buch stark. Übrigens noch eine kleine Fußnote. Sie schildert das ja sehr realistisch und auch hart, wie das zugeht in der Türkei mit der Meinungsfreiheit. Und ihr ist von konsularischer Seite abgeraten worden, in Zukunft in die Türkei zu reisen. Aufgrund dieses jetzt erschienenen Romans. Glaube ich sofort. Und das verbindet tatsächlich auch die Bücher wieder miteinander, ne? Und dann in dem Fall vielleicht sogar die Autorin. Das glaube ich sofort, weil das und dadurch, ich glaube, weil es so kühl geschrieben ist, also so und so unglaublich authentisch und plausibel wirkt, kannst du das wahrscheinlich so, ne, als missliebiger türkischer Beamter mal direkt 1:1 umsetzen. Es ist einfach eine sehr, wie du eingangs gesagt hast, ne, eine leider viel zu oft wiederholte Geschichte, die da drin. Ja, wir werden die Augen dafür offen halten müssen, wie auch für alles, was in Rio und in Kiew passiert. Ich danke euch herzlich für unsere heutige Runde. In 2 Wochen sind wir wieder hier beisammen und sprechen über Romane, die wir noch nicht ausgemacht haben. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dann. Danke. Tschüss.